Bist du auch eine Wartetussi? Ja, bleib dran, ich erzähle dir gleich, was ich damit meine und was dahinter steckt. Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist, Divine Design Manifestation. Hier geht es wirklich darum, wie du über deinen absolut 100% perfekten göttlichen Seinszustand dir ein dementsprechendes Leben manifestieren, kreieren, materialisieren kannst. Ja, eine Wartetussi, dann muss es natürlich auch einen Wartefritz geben. Bist du eine Wartetussi oder ein Wartefritz? Worauf wartest du? Bist du wirklich jemand, der nicht wartet? Oder wartest du doch auf irgendwelche Ereignisse, auf irgendwelche Zustände, auf irgendwelche Gefühle, auf irgendwelche Dinge im Außen, dass irgendjemand irgendetwas tut? Bist du vielleicht auch jemand, der auf seinen SP wartet, seine spezielle Person, bis die Beziehung in Ordnung ist, bis die Beziehung dich glücklich macht, bis die Träume und die Ziele, die ihr gemeinsam in der Beziehung besprochen habt, bis das alles eingetreten ist? Wartest du darauf? Weil, wenn du darauf wartest, wenn du auf irgendetwas wartest, dann hast du noch nicht ganz genau verstanden, wie unser Universum funktioniert. Zeit ist kein Faktor. Es gibt nur jetzt. Es gibt den jetzigen Moment. Und dieser jetzige Moment bestimmt, wer du bist. Und wenn du in diesem jetzigen Moment eine Wartetussi oder ein Wartefritz bist, dann bist du es. Und dann wartest du. Und dann wird sich im Außen, wird sich dir zeigen, dass du warten musst. Ich habe eine Klientin, die hat das so für sich festgestellt und es ist unglaublich, worauf sie alles gewartet hat und wie sich die Dinge hinter dem Vorhang in der Energie organisiert haben, damit sie auf jeden Fall warten muss. Sind Menschen krank geworden, waren nicht verfügbar, sind Menschen verreist gewesen. Es haben sich alle Umstände dementsprechend organisiert, dass sie wusste, sie muss warten. Weil sie war ja jemand. Sie muss immer warten. Und das kann natürlich ganz, ganz viele Ursachen haben, auch in der Kindheit, oder? Wenn sie, warte mal, warte, jetzt nicht. All diese Dinge, die sind einprogrammiert. Und wenn ich dann irgendwann mal unterbewusst natürlich die Identifikation habe. Ich muss warten. Es geht langsam. Alles braucht seine Zeit. Man darf nicht zu schnell sein. Sonst stolpert man. Wenn man schnell will, kriegt man Ablehnung, fällt man auf die Nase. Ja, all diese Vorstellungen, Annahmen und Rückschlüsse, das sind noch viel, viel mehr dahinter, die machen dich zu einer Wartetussi oder einem Wartefritz. Und dann erwartest du dein Leben. Du wartest auf die Veränderung von äußeren Umständen, um nicht hinzuschauen, wer du wirklich bist. Und solange du der Illusion verfallen bist, dass irgendwo gewartet werden muss, dass Zeit irgendwo ein Faktor ist, das heißt Alter oder Zeitdauer, all das ist in Wahrheit kein Faktor. Wenn es nur jetzt gibt, dann gibt es nur die Version von dir, die du jetzt dominant an den Tag legst. Und wenn du dominant jemand bist, der auf irgendetwas wartet, anstatt sagt, ich bin die, der das schon hat, ich bin der, der das hat, der das verwirklicht, der diesen Weg geht, der dieses Leben lebt, das ist eine ganz andere Energie. Da kommt was in Bewegung, da passieren Dinge. Das passieren aufregende Dinge, da passieren Dinge, von denen du noch nicht mal eine Ahnung hast, dass sie passieren können, weil du jemand bist, dem grandiose Sachen passieren, dem die wunderbarsten Dinge entsprechen, wunderbarer Erfolg, wunderbare Liebe, wunderbare Reisen, wunderbare Erlebnisse. Wir sind nur hier, um zu erleben. Das Leben heißt, wir sind da, um das Leben zu erleben. Und wir haben die Wahl, wir haben die freie Wahl, wie wir das Leben erleben. Und wie wir das Leben erleben, hängt davon ab, als wer wir das Leben leben.
Und da wir göttliches, perfektes, fehlerfreies Design sind und wir absolut in keinem Mangel sind, außer wir begeben uns in einen Mangel an Zeit, in einen Mangel an Liebe, in einen Mangel an Unterstützung, in einen Mangel an Anerkennung, in irgendeinen Mangel, der uns wieder in diese nicht gut genug Identifikation führt, dann ist es freier Wille. Es ist mein freier Wille. Das ist freier Wille. Niemand hat freien Willen in deinem Universum, in deiner Realität, in deiner Energie. Deine Energie, dein Feld, dein Leben, dein Universum, deine Welt ist da, komplett. Worauf wartest du? Du wartest auf Erlaubnisgeber. Aber das Lustige ist, wenn dann irgendwann mal ein Erlaubnisgeber vorbeizischt, dann gibst du dir trotzdem nicht die Erlaubnis aufzuhören zu warten, weil du ja eine Wartetussi, ein Wartefritz bist, weil du dich identifizierst mit all den Glaubenssätzen, Überzeugungen, Annahmen und Rückschlüssen, die dir sagen, ich muss warten. Ich kann nicht vorausgehen. Aber wenn du die bist, wenn du die Identifikation angenommen hast, der Person, der Frau, des Mannes, der dasteht im Leben und das Leben will geben, dann bekommst du deinen SP, dann bekommst du dein Geld, dann bekommst du deinen Erfolg, dann bekommst du deinen Lebenstraum, dann bekommst du alles auf dem Silbertablett serviert. Aber wenn du da stehst und sagst, ich muss aber noch warten, ich muss warten, bis die Kinder groß sind. Ich muss warten, bis ich abgenommen habe. Ich muss warten, bis ich so und so viel Geld habe. Ich muss warten, ich muss warten, ich muss warten. Das musst du nicht. Du musst diese Person aus dir rausschälen, dein Divine Design, deine Wahrhaftigkeit. Und die ist da, die ist perfekt, die ist wunderbar. Du musst es nur zulassen, du musst es nur erkennen. Und da gibt es kein Human Design, das dir sagen kann, wie gut du bist. Da gibt es keine Astrologie, die dir sagen kann, wie gut du bist. Du sagst es dir. Du bist der Schöpfer. Du bist die Ursache. Du bist die Wirkung deiner Energie. Das machst alles du. Und deine Energie ist jetzt. Und deine Energie ist immer on point. Aber sie ist nicht on point mit dem, was du leben und erleben möchtest. Und dafür musst du sorgen, dass du die Person bist, dass du die Energie bist, dass du das denkst, dass du das annimmst von dir und so wichtig auch in deinem Kopf, dass du die Annahmen von außen annehmen kannst, dass du geliebt bist, dass du toll bist, dass du unterstützt bist. Darum geht es. Es ist eine Energie. Die Wissenschaft, ein Energetics, das dahinter steckt. Die Energetik bist du. Du bist der Generator. Du bist die Turbine, die Energie. Und dein Kopf lenkt diese Energie. Dein Kopf, dein Denken, jeder Gedanke, jede Ansicht, jede Annahme, jeder Rückschluss auf dich, auf andere, jede Ansicht sagt, wo deine Energie ist. Und du darfst dich energetisch auf die Spitze setzen, auf die absolute Spitze, wo du weißt, es gibt absolut keinen Zweifel. Meine Energie manifestiert. Ich bin meine Energie. Also wer bin ich? Wer bin ich? Es geht nur um diese Identität, die zu verinnerlichen. Und dazu musst du eine Identität, die dir jahrelang gedient hat, weil du dachtest, das bist du, erkennen, dass sie aus einer beschränkten Lügenkonstrukt entsteht, dich frei machen, dich befreien und dich in die glasklare, göttliche, sparkling, wunderbare, bedingungslose, einschränkungslose, zusammenhangslose Energie zu setzen. Deine Energie braucht keine Zusammenhänge. Deine Energie ist on oder off.
Und wenn du mehr dazu wissen willst, wie diese Energetics funktioniert, kauf dir in meinem Shop die Einführung in Divine Design Energetics. Gestern habe ich noch einen Bonus-Live-Call dazu gehalten, wo ich nochmal eine wunderbare Zusammenfassung über diese ganze Wirkweisung aus dir und in dir heraus erkläre. Und das ist die Basics, die du verstehen musst, weil sonst macht dein Hirn nach wie vor das, was es vorher gemacht hat. Um zu programmieren, um dein Denken zu verändern, um deinen Seinszustand zu verändern, braucht dein Verstand eine Erklärung, wo es jetzt neu hingeht. Weil alt wollte er dich beschützen durch Flight und Fight und Ablehnung und Widerstand und so weiter und so fort. Das war das alte Muster, das gelernt wurde, vorgelebt worden ist und gezeigt worden ist. Und das neue Muster ist ja natürlich ein Muster der Öffnung, weil es ist, ich bin und ich muss offen sein für die Dinge, die ich haben will. Und dazu brauchst du dieses Verständnis. Ohne dieses tiefe Verständnis wird dir keine komplette Transformation gelingen. Du wirst immer wieder zurückfallen, du wirst unstabil sein, du wirst immer wieder in einem Modus sein, der dich einfriert, der dich warten lässt, der dich beängstigt, der dir sagt, du musst warten, weil es ist nicht sicher, vorwärts zu gehen. Aber wenn du diese Energie verstehst, dann weißt du, dass es immer sicher ist, vorwärts zu gehen. Dass es das Sicherste ist, was du tun kannst für dich, vorwärts zu gehen. Aber als die Person in der Identität, die du bist, wenn du deine Träume lebst, wenn du dein erfülltes Leben lebst, wenn du in Erfüllung bist, wenn du in absoluter Erfüllung bist, wenn du eben nicht mehr in Mangel bist. Und darum geht es. Verständnis erwerben, Verständnis anwenden, üben, trainieren, erst im sicheren Raum, wie ich das anbiete in meinen Masterminds und dann natürlich im Leben. Und hinterher geht es darum, dass du dein Leben gestaltest, wie du das haben möchtest, mit diesen Prinzipien auf dieser Basis der Energetics, die in dir herrscht. Und deswegen herrscht das ganze Leben in dir. Und es ist alles möglich. Deswegen ist alles möglich, weil du so ausgestattet bist, weil du das bist, weil du erkennen musst, wer du wirklich bist, weil du erkennen musst, womit du ausgestattet bist in Wahrheit. Darum geht es. Und wenn du es erkannt hast, geht es darum, nach diesen neuen Erkenntnissen, diesen Prinzipien zu leben. Und nachdem das nicht so viele Menschen tun da draußen, ist es so wichtig, dass du dich immer damit beschäftigst, dass dir das klarer und klarer wird, dass du irgendwann mal zweifelsohne weißt, was in deinem Köpfelein zu geschehen hat, wie du es zu managen hast, damit du dieses Leben leben kannst als die Person, als die du ja wirklich eigentlich gedacht bist. Es gibt keine Einschränkungen, es gibt keine Limitierung, es gibt keine Analyse, es gibt keine Zusammenhänge, es gibt nur dich und du entscheidest, wer du bist. In diesem Sinne, schreib mir, schau vorbei. Absolut ist offen in Bezug auf Business, Business Mastery. Du kriegst alles von mir, was du brauchst, damit du erfolgreich eine erfolgreiche Frau bist, ein erfolgreiches Business hast. Wenn du kein Business hast, ist Rising Up der Ort für dich, wo du in deine Divine Design Identity aufsteigst und absolut erkennst, wer du bist und was du alles willst. Weil der große Teil von den Menschen, wenn du sie fragst, was willst du denn? Die wissen es gar nicht. Die wollen halt das, was man ihnen gesagt hat, was sie wollen müssen. Heiraten, Kinder und dann? Es gibt so viel. Hol's dir. Es ist da. Es ist da. Du sitzt vorm vollen Buffet und stellst dir noch irgendwo trotzdem vor, dass das Essen nicht für dich ist. Ha? Sicher nicht. Also, schau auf meiner Homepage vorbei. Ich kann dir wirklich nur ans Herz lesen. Kauf dir diesen Einführungskurs Divine Design Energetics. Insbesondere auch wegen dem gestrigen Call, wo es wieder eine richtig geile Summary gegeben hat. Alles das, was ich sage, das sind immer, vor allem auch in meinen Coachings, Divine Design Downloads. Das heißt, es ist
die Information, die deine Seele, dein Göttliches, deine Wahrhaftigkeit, dein Gott, Götter, deine, keine Ahnung, wer auch immer du das nennen möchtest, einfach das, was du wirklich bist, dir mitteilen möchte. Und weil du es ja selber so schlecht hören kannst, weil du ja noch so beschäftigt bist, zum Teil mit Warten und mit Gucken und da draußen einschätzen und beobachten und analysieren vor allem, kann ich dir sagen, was eigentlich für dich gedacht ist, was dich aufhält, was dich blockiert. Dafür biete ich meine 1-zu-1-Sessions an, die kannst du auch buchen. Eine Session für 20 oder für 60 Minuten und sogar in 20 Minuten fallen dir die Schuppen von den Augen. Das kann ich dir versprechen. Ja, hol dir dein Leben, hol dir dein göttlich designtes Leben, das für dich schon bereit liegt, aber mit Warten als Wartetussi oder als Wartefritz wird das nichts. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Danke.